Hallo Leute, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Im März letzten Jahres habe ich ein Buch vorgestellt, wobei ich habe es eher bejubelt, das anschließend von sehr vielen befreundeten Buch-YouTubern und Bloggern vorgestellt wurde. Der Tenor war immer der gleiche oder so ziemlich immer der gleiche, großartige deutsche humorvolle Fantasy. Die Rede ist von Mara und der Feuerbringer von Tommy Krappweis. Wer meine Rezension zu diesem Buch verpasst hat, der klickt jetzt mal hier, irgendwo blende ich es gerade ein. Das Video, der sieht sich am besten erst das an. Ich stelle heute den dritten Teil der Reihe vor, und zwar Mara und der Feuerbringer Götterdämmerung. Es empfiehlt sich natürlich, mit dem ersten und mit dem zweiten Buch anzufangen. Die Reihe baut aufeinander auf. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, wenn ihr noch ein paar mehr Infos zu den Vorgängern haben wollt, ich verlinke alle drei Teile in der Infobox. Klickt euch einfach mal durch. Ich gebe mir große Mühe, nicht zu viel zu verraten für die Leute, die die Bücher noch nicht gelesen haben, aber es lässt sich wahrscheinlich nicht komplett vermeiden, zumindest ein kleines bisschen zu spoilern. Ich gebe mir Mühe, einen goldenen Mittelweg zu finden und würde sagen, genug der Vorrede, ich lege mal mit der Story los, die nahtlos an die Ereignisse des zweiten Teils anknüpft. Der bereits aus den Vorgängern bekannte Feuerbringer ist nach wie vor nicht besiegt. Es steht außer Frage, dass er zurückkehren und die Welt zerstören will, / wird, Fragezeichen. Mara hat nach wie vor den Job der Retterin der Welt inne. Sie ist eine Seherin, ihr erinnert euch vielleicht. Leider zweifelt sie nach den Ereignissen aus Band 1 und 2 ein wenig an ihren Fähigkeiten, wird aber weiterhin aufgebaut von Professor Weisinger, der auch im dritten Teil an ihrer Seite kämpft. Wie zu erwarten, kommt es natürlich zum großen Showdown in diesem Buch, in Mara und der Feuerbringer Götterdämmerung. Und wenn ihr wissen wollt, wie der ausgeht, dann müsst ihr eben dieses Buch lesen. So, ich kann mir gut vorstellen, dass für Leute, die Band 1 und 2 nicht gelesen haben, das alles jetzt ein wenig chaotisch klingt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Sollte das so sein, gemeckert wird nicht, denn hätte ich viel mehr verraten, dann hätte ich euch eben genau diese Vorgänger versaut und das möchte ich vermeiden. Stattdessen weise ich noch einmal auf mein Video zum ersten Teil hin. Da bekommt ihr alle Infos, die ihr zum Einstieg in das Mara-Universum braucht. Jetzt denke ich, gehe ich mal auf die Stärken dieses Buches ein. Was hat mir also gut gefallen? Mir hat im Grunde all das gut gefallen, was mir schon in Band 1 und 2 sehr gut gefallen hat. Tommy Krappweis hat es tatsächlich allerdings geschafft, sich mit jedem Buch zu steigern. Was mir bei Fortsetzungsromanen unheimlich wichtig ist, ist, dass sich Figuren weiterentwickeln. Das ist hier der Fall. Germanische Mythologie verpackt in temporeiche und wortwitzige Fantasy. Das verdient unseren Applaus. Götterdämmerung ist eine angemessene Krone auf dem Haupt dieses Dreiteilers. Mein Fazit lautet also, wenn ihr tatsächlich noch kein Buch der Mara-Reihe gelesen habt, dann schnappt euch einfach mal Band 1, fangt an zu lesen, der Rest passiert dann praktisch von allein. Ich glaube 12,99 € kostet ein Band, damit macht ihr wirklich nichts falsch, es sind schön gestaltete Hardcover-Bücher. 0815 Fantasy erscheint gerade in Deutschland wirklich in myriadischer Ultramassenhaftigkeit. Das ist eine Ausnahme, das ist wirklich humorvolle All-Ager-Fantasy. Gebt dem Ganzen eine Chance, schaut euch die Bücher an. Mara und der Feuerbringer Götterdämmerung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Bin jetzt hier raus und ihr seid im Bild. Wir sehen uns demnächst wieder und bis dahin sage ich wie immer, adios und ciao.